Hallo, ich bin Patrick und ich zeige euch heute, wie die ballistischen Kappen für das Ranger 6 montiert und eingeschossen werden. Zunächst einmal zu den Kappen. Wir haben hier fünf verschiedene Kappen, die quasi fünf verschiedene Flugbahnen abbilden. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, welche Flugbahn unser Geschoss auf eben eine Entfernung bis 400 Meter hat, um dann den entsprechenden Ring für unsere Waffe zu wählen. Um das Ganze machen zu können, müssen wir erstmal die Geschwindigkeit, die Mündungsgeschwindigkeit von unserer Waffe und unserer Munition messen. Und das machen wir jetzt einmal mit 3 Schuss. So, wir haben jetzt für unsere Waffe eine mittlere Geschwindigkeit von ca. 800 Meter die Sekunde gemessen und geben diese jetzt in den SARCO Ballistikrechner ein. So, hier bekommen wir jetzt eine Tabelle, wo wir über eine Entfernung bis 400 Meter in 25 Meter Schritten die Fluggeschwindigkeit unseres Geschosses sehen können. Und jetzt gucken wir auf dem Beilegezettel, welche Flugbahnkurve oder welcher Ring die gleiche Flugbahnkurve oder die ähnlichste Flugbahnkurve zu unserer gemessenen Flugbahnkurve hat. Hierfür vergleichen wir jetzt die 200, 300 und 400 Meter Schritte und wir sehen, dass wir jetzt in diesem Fall den Ring 3 benutzen sollten, weil dieser am nächsten an der tatsächlichen Flugbahnkurve unseres Geschosses dran liegt. Und jetzt montieren wir den Ring 3 auf unserem Zielfernrohr. Um den ballistischen Ring jetzt zu montieren, müssen wir zunächst die alte Kappe oder die standardmäßige Kappe entfernen. Hierzu lösen wir einmal die beiden Schrauben. So, und nehmen jetzt die vorhandene Kappe runter. Ebenso nehmen wir den Ring herunter, der sich darunter befindet. Und jetzt geht es zunächst einmal, unseren Turm in den Zero-Mode zu versetzen. Das heißt, wir müssen den Turm bis zum Anschlag drehen, dass wir nachher bei der Benutzung des ballistischen Rings nicht mehr unter Null drehen können. Dazu gibt es hier 3 kleine Schrauben. Die wir lösen. Eine Umdrehung reicht schon. So, und jetzt können wir den Ring bis zum Stopp drehen. Wichtig hierbei ist, es darf nicht klicken, weil wir haben das Glas ja bereits eingestellt, also ist es bereits auf 100 Meter eingeschossen und wir wollen es nicht mehr verstellen. Deswegen müssen wir diese 3 Schrauben lösen. So, jetzt ist der Turm auf Anschlag gedreht und der Pfeil zeigt uns an, in welche Richtung wir den Turm auf Anschlag drehen müssen. Hier ist es jetzt gegen den Uhrzeigersinn, ist auch nochmal auf dem Turm genau beschrieben. Jetzt ziehen wir die Schrauben wieder fest an. So, und können jetzt unseren Ring mit der Nummer 3 auf den Turm aufsetzen. Wichtig ist jetzt, dass der Strich von der 100 genau mit dem Strich auf unserem Zielfernrohr übereinstimmt, dass wir von hier aus die Höhenkorrektur sauber starten können. Als nächsten Schritt nehmen wir die neue mitgelieferte Kappe, setzen diese wieder oben drauf und ziehen diese wieder mit unseren Schrauben, die wir vorher gelöst haben, auf dem Turm fest.
Wichtig hierbei ist jetzt noch, dass wir die Schrauben nicht zu fest anziehen, sondern nur leicht handfest, damit diese nicht aus dem Gewinde rausreißen. So, jetzt ist der Turm fertig montiert. Wir können nicht mehr unter 100 drehen und können die Höhenkorrektur über die angeschlagenen Zahlen vornehmen. So, wir haben jetzt den ballistischen Ring auf unserem Ranger 6 montiert und können jetzt quasi auch die verschiedenen Entfernungen, die hier oben auf dem Ring abgebildet sind, wenn wir diese gemessen haben, die Kugel exakt platzieren, ohne drunter oder drüber zu halten. Jetzt gilt es aber trotzdem nochmal, auf eben diese Entfernung, also 100, 200, 300 oder 400 Meter, einen Kontrollschuss zu machen, um auch nochmal zu überprüfen, ob die Berechnung exakt war und wir diese auch wirklich jachtlich verwenden können. Nur weil wir jetzt quasi das Geschoss auf eben diese Entfernung bringen können, heißt es nicht, dass es immer sicher das Ziel trifft, weil das meiste liegt am Schützen und deswegen ist es wichtig, auch gerade auf diese Entfernung bis 300 Meter oder sogar über 300 Meter regelmäßig zu üben. Die Waffe ist jetzt fertig eingeschossen soweit. Wie gesagt, wir müssen das Ganze nochmal überprüfen und dann können wir damit loslegen.